Seine Familie sind seine Frau Lilian, die beiden Söhne Dante und Johnny und die Töchterli Fiona. Auf dem Spaziergang zu Giswil gibt es heute speziellen Besuch aus seiner südamerikanischen Heimat. Als Überraschung für Kinder geht es auf einen Spaziergang mit Lamas. Die Familie, die im Dario Lescano alles bedeutet. Für mich ist die Familie das Wichtigste. Nach dem Training, nach dem Spiel, ich komme nach Hause, ich sehe meinen Sohn, er kommt bei mir und sagt, Papi, du hast so mit Koffer gemacht, so, und das freut mich und das hilft mir auch. Zum Beispiel zum So-Goal wie gegen Sion schiessen, sein zweite in dieser Rückrunde. Ein Goal, das im FCL im Wallis am Schluss einen Punkt eingebracht hat. Also, 2-1. Ich habe erste Halbzeit schon eine mit Kopfball fast knapp. Und dann dieser Freischuss brutal wichtig für mich und zum Beispiel für meine Mannschaft. Nach dem Dämpfer gegen GC soll es jetzt gegen Vaduz wieder klappen. Mit einem Sieg und einem weiteren persönlichen Goal, wie der Dario Lescano im Interview mit uns versprochen hat. Meine Meinung ist besser Vaduz. Wir brauchen nur ein bisschen Glück. Und ich hoffe, wir finden diesen Samstag und gewinnen Vaduz. Mit einem Tor von dir? Ja, sicher. Slama Zeus spielt doch gern Glücksbringer. Aber geht das nicht fast ein bisschen zu gemütlich zu und her bei den Lamas? Wir fragen bei der Expertin nach. Es hat sein Tempo, es macht so schnell in Aswil. Und es hat schon etwas, ja. Es hat schon etwas Wort an sich mal. Wäre das nicht unbedingt Attribut, das der FC Luzern hat, sondern eher der Gegner? Ich denke es auch. Es wäre vielleicht von Vorteil, wenn der Gegner Lamaschig wäre. Ja. Lamaschige Vaduzer, ein Gedanke, der für Dario Lescano und den FCL sicher nicht schlecht klingt.